Moin, moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier bei God of War im Berg drin. Der Junge dreht durch. Kratos verliert auch langsam die Geduld mit ihm. Und wir fahren jetzt hoch zum Gipfel. Mal gucken. Modi treffen wir für... Ob der wirklich tot ist? Ich weiß nicht. Ob wir den nochmal wiedersehen? Der hat ja auch schon ziemlich viele Schläge von Thor bekommen, von seinem Vater. Schauen wir mal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch vielen, vielen Dank an alle Unterstützer des Projektes. Danke an alle, die das letzte Video wieder bewertet haben. Mit Daumen hoch. Vielen Dank. Du musst mich Dinge lernen. Du beherzigst meine Lehren nicht. Genau. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Das ist das Problem. Mir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Och man, ey. Über diese Themen sprechen wir nicht. Mann, Kratos, ey. Du bist echt ein Vogel. Darf ich mal sagen, oder? Du bist echt ein Vogel. Licht. Ah. Ist aber cool, dass der Fahrstuhl auch nach ganz oben fährt. Kein Zwischenstopp mehr? Oh, ich glaube, wir sind da. Wow! Warte! Warte! Junge, warte! Na gut, dann mach halt alleine. Also wirklich jetzt. Langsam habe ich die Geduld verloren mit dir. Mach halt hier, wie du willst. Aber heul dann nicht wieder, wenn dir was ins Auge fällt oder du einen Splitter im Arm hast. Schaffst du das alleine? Na komm, Junge. Zeig mal, was du drauf hast. Große Fresse, ne? Also zeig mal hier. Hinter dir ist noch jemand. Ey, nicht auf mich! Ich tue euch nichts. Der Junge ist schuld. Der Junge hat mich als Geisel genommen. Hilf mir. Vorsicht! Hinter dir! Das ist ein Drecks. Vogelfieh hier. Oh. Haben wir es jetzt? Da ist ja noch einer. Ich bin diese Dinger so lang. Das ist aber der ganze Frust, der sich beim Jungen angestaut hat. Durch den Tod seiner Mutter, die ganzen Ereignisse, die geschehen sind. Und dann auch noch den Menschen, den er da getötet hat, den ersten hier, den Häscher, den wir da gefunden haben. Und das geht jetzt so langsam. Ah. Und so langsam kommt das alles raus. So auf einmal. Oh, aber hochhelfen sollen wir ihn doch, ne? Ein richtiger Gott wäre da alleine hochgekommen, mein Freund. Er hat so viel Frust in sich reingefressen, auf der ganze Zeit, der Junge. Hier ist doch ganz schön was zu holen, ne? Okay. Eine Windfalle, die hier rumsteht. Die kann man mitnehmen. Wohin dann? Ah, guck mal hier. Ah, da ist Wind. Kann ich die jetzt schon anmachen? Ja. So, aber wo muss die dann hin? Oder was gibt's da noch alles? Ist die vielleicht auch der letzte Adler drin? Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut, erzählt mal. Na, was erzählen wir? Wie wir den Drachen getötet haben? Nö. Von hier aus. Okay, die kommen wieder. Wozu? Wozu sind die dann da? Feuer von links!
Haha. Na komm, schieß nochmal. Der schnellste ist er ja nicht. Oh, die Treppe. Junge, der ist schon weg. Wer sich mit Göttern anlegt? Ach Gott, ey. Ich mag diese Einstellung vom Jungen gar nicht. Das macht ihn jetzt richtig unsympathisch. Richtig so, richtiges Arschlochkind. Warum geht's denn jetzt auch noch hier lang, wenn da hinten auch noch Wege waren? Junge. Na? Ist das eine Schatzkarte? Eine Schatzkarte. Und er sagt noch nicht mehr was dazu. Okay, wo ist das denn? Wo sie nie suchen würden? Ist das... Ah, das ist der Walkürenrat. Doch, das ist der Walkürenrat mit den Wasserfallen hinten und den Köpfen oben. Beim Rat der Walküren. Da steht ja auch dran. Die Walküren werden mich bis zu meinem Ende jagen. Wenn sie als meine wollen... wenn sie das meine wollen, verstecke ich es direkt vor ihrer Nase. Okay. Da muss ich ja nochmal öfters zurückkehren. Okay, hier ist auf jeden Fall der Hauptweg noch. Da muss ich nochmal wieder zurück. Und da das mit der Feuerfalle machen. Das ist ja ein ziemlich cooler Raum hier. Ich verstehe nicht, warum hier die ganzen Kristalle sind, wenn man damit nichts machen kann. Und wo ich das Winddings hinstelle, weil ich noch nicht genau weiß, wo ich das Ding gebrauchen kann. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit hier oben noch zu tun. Da muss ich aber erstmal nachschauen, was da überhaupt ist. Okay, was haben wir denn hier? Noch eine Feuerschale? Ach, guck mal, da steht noch was an der Wand. Super. Was steht da? Da steht: Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Oh moin. Da ist jemand. Jemand aber früh wach heute. So, erstmal die Nachtmare wegmachen. War's schon. Oh, Gegner. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sieht ziemlich böse aus, der gute. Waffe wegpacken. Ich will mal wieder laufen hier. Haben wir es jetzt? Ja, du ja auch nicht, mein Freund. Du lernst ja auch nichts hier bei mir. Ah, da brauche ich die Windfalle. Wieder gehärteter Stahl. Hier hat er also so eine Tür. Das heißt, ich muss das Ding so hinstellen, dass ich es mir von hier aus holen kann. Weil nach oben kriege ich das Ding ja nicht. Irgendwo da unten hinstellen. Das ist geschlossen. Da kann ich es nicht. Ich kann es nicht tragen, wenn das da drin ist. Das ist ja doof.
Ist es dann zu schwer oder was? Ich verstehe es nicht. Kann ich das hinstellen, wo ich will, oder brauche ich dafür irgendwie eine Erhöhung? Zu viele Fragen. Also ich komme hier nicht rauf, leider. So, dass ich das hier schon mal hier oben hinstellen könnte oder so. Na, wenn ich da bin, dann will ich das gerne genau hier so haben. So, das müsste gehen. Diese roten Kristalle hier haben wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Sollten vielleicht nur darauf hindeuten, dass hier halt der Drache rumoxidiert ist, den wir aber schon getötet haben damals. So. Viel Zeit habe ich nicht. Kriege ich den Winkel nicht hin. Ach, mir geht's. So, da haben wir eine epische Kiste. Und das ist ein Drohnenangriff. Hyperions Schlag. Schwerer Runangriff. Der zweite endlich mal. Ich habe ja bisher nur einen. Ich habe ja den hier aktiviert hier. Tartarus Rage. Als einzigen, den ich habe. Und was macht der denn jetzt so? Erstmal das Video angucken. Oh, der sieht cool aus. Ein gewaltiger Schlag, der eine zerstörerische Explosion auslöst. Hat 52 Sekunden Ablenkzeit, genau wie meine auch. Der ist im Bereich und der ist für Nahkampf. Zack. Sieht cool aus. Steigert das Ausmaß der Explosion stark. Also ich werde ihn auf jeden Fall ausrüsten. Finde ich dann noch besser. Und hinterlässt eine kleine Falle, die bei Gegnern Brandschaden verursacht. Ach, cool, komm, schau mal an. Bodeneffekt auch nochmal. Und gleich auf Maximum hier, weil wir haben es ja. Wir haben es ja. Okay, gedrückt halten. Oder eine kleine Falle wird hinterlassen. Schauen wir uns das doch mal an hier. Oh ja, da sieht man das. Da brodelt es hier am Boden. Ja, für Brandschaden ist das doch eine feine Sache. Aber so wie es aussieht, haben wir hier in dem neuen Bereich, den wir hier gefunden haben, leider bisher keinen Raben. Finde ich ein bisschen schade, weil sonst weiß ich nicht mehr, wo ich sonst noch gucken soll. Oder ob es hier noch weitergeht jetzt. Wir sind ja noch nicht ganz durch hier mit dem Ganzen. Ist halt, wie gesagt, auch niemand zu hören. Und hier die roten Kristalle, ja, die leuchten halt. Frage ist, ob man da noch hinkommt, vielleicht jetzt von der anderen Seite. So. Kopf einziehen. Nichts zu hören. Komm, hier lang. Junge, lauf nicht vor. Stirb! Warte. Warte. Au. Ein Vergessener, Frostvergessener. Okay, dann brauche ich Feuer. Schade, ich dachte, ich krieg da noch was reingedrückt, wo das gerade auf hat. Nee, macht gar keinen Schaden. So macht es gar keinen Schaden bei ihm. Yep. Da muss ich echt die Frostaxt nehmen auch, um die reinzuwerfen. Da haben wir es. Gibt's noch was da? Leider nicht. Ah, wir können schon raufklettern. Das ging ja schnell. Schön reintreten. Der sieht aber gar nicht so schlecht aus hier mit seinem. Ah, nochmal auf. Geh mal nochmal auf, jetzt war's es aber, oder?
nice aus, ja. Schöner Eis. Eishaufen. Und tschüss. Langsam wird's übel. Wenigstens einmal den Rand halten, Junge. Einmal. Kriegen wir es heute nochmal hin. So, vergessen Herz. Brauche ich alles auch nicht mehr. Gehärteter Dings und frostige... Frostigel des Fokus. Okay. Erhöht Resistenzen gegen Frost. Na toll. Toll. So, da oben ist hier irgendwie noch ein Gang. Seht ihr, guck mal, da ist auch so ein Dings, dass man da klettern kann. Was passiert? Was passiert denn da? So, da haben wir eine Tür. Warum hängt einer immer die ganze Zeit diese Frostdinger da auf? Wenn man sie doch nicht braucht. Ah, okay. Noch so eine Kiste. Kann man da auch rauf? Erstmal den ganzen Raum abchecken hier. Da geht's weiter. Ganz schön groß noch hier, die ganzen Bergbereiche. Ah, guck mal, da drüben waren wir schon mal. Nicht jetzt eben, aber schon irgendwann mal. Und, was ist es? Gehärteter Stahl. Wir müssen auf jeden Fall da weitergehen für die Hauptgeschichte. Und was haben wir hier? Ah, ach, guck mal, das ist der Wagen. Also wieder so ein Wagen, wo ich dann drauf klettern kann. So komme ich nach da oben. Oder auch nicht. Doch. Ich wollte gerade sagen, es geht gar nicht weiter. Geht's noch weiter? Nee. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Aber erstmal gucken, ob hier auch was drin ist. Ja, siehst du? Das letzte Artefakt, das wäre nice. Nein. Oh Mann! Bin ich traurig. Nicht hoch die Tassen. Fertig. Immer noch nicht. So. Aha. Eine Kiste ist da noch. Oho. Okay. Mythischer Kriegsgürtel der Klarheit. Hüftrüstung im Menü anzeigen. Naja. Gürtel verstärkt mit geschichteten, polierten Stahl unbekannter Herkunft, begünstigt Abklingzeit. Naja. Nö, ich habe ja schon mein Muspelheim-Zeugs. Nach da oben kommt man aber echt nicht. Und auch wieder kein Rabe hier in dem Bereich. Scheiße. Aber, ah, ich weiß, das ist da. Da oben waren wir. Da ist diese Brücke, die wir immer so von einer Seite zur anderen machen konnten und sowas. Da waren wir aber schon. Da sind wir jetzt unterhalb. Kannst du mal sehen. Schade. Kann man nicht runterwerfen. So, dass es unten einen ahnungslosen Wanderer erschlägt. Ja, da ist das rote Dings auch. Das habe ich alles schon benutzt. So. Aber noch eine Schriftrolle. Wieder eine Schatzkarte? Oder nur Wissen? Na? Es ist eine Wissensrolle. Die Versiegelung Asgard. Asgard ist versiegelt worden, okay. Es ist vollbracht. Asgards Befestigung ist undurchdringbar. Nur die Zugänge, die Odin kontrolliert, sind nicht versperrt. Die Plage der Toten wird uns nicht erreichen. Auch müssen wir die Warnen nicht fürchten.
Der edle Thor muss davon erfahren, denn seine Zeit naht in Allvaters Plan. Aha. Der Rabenwächter. Oh, die Tasten. Jawohl, Artefakt komplett. Hat dann vielleicht Odin auf jeden Fall geplant, dass die Welt jetzt hier von den Untoten überrannt wird und hat Asgard abgesichert, so dass die Untoten halt nur hier wüten? Voll der Arsch, ne? Wenn es so wäre. Und welche Rolle spielt Thor in der ganzen Geschichte? Und mystischer Schulterschuss der Klarheit, ja. Wenn dann alles. Dankeschön. Ah, der letzte Laden, der uns noch fehlt. Da vorne ist Sindri. Sindri, hast du vielleicht einen Raben hier gesehen? Hast du den hier irgendwo wo versteckt, oh, den Raben? Hallo. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass ihr vorbeikommt. Ja. Du wusstest nicht, dass wir vorbeikommen, aber bist natürlich hier bei dem Laden. Zufällig. Aber hier gibt es natürlich auch nichts zu holen. Zufriedenheit garantiere ich aber nicht. Nee. Brustrüstung verbessern, Hüftrüstung verbessern, die ich gerade neu bekommen habe. Ich verkaufe das aber jetzt. Schulterrüstung des Kriegers. Kann eigentlich auch weg. Eigentlich kann alles weg, was ich hier habe. Ein Glück, dass ich über seltene gefragte Fähigkeiten verfüge. Dann muss ich mit dem ganzen Kram nicht mit mir rumschleppen. Ich meine, ich zieh's ja sowieso nicht nochmal an. Artefakte, die ich gerade neu habe. So, wird man echt mal wieder ein bisschen reich hier. Die könnte ich ja natürlich wieder zurückkaufen. Dass er überall immer gleich Ausrufezeichen hier hin bauen muss. Gnädig. Kaufen. Auferstehungsstein brauche ich einen neuen. Dass man immer nur einen da zur Zeit haben kann von denen. Einmal eine ganze Tasche voll holen und fertig. So, verbessern, Chaos klingen und so, das würde ich gerne nochmal machen, ja. Aber da fehlen mir Sachen. Herstellen Brustrüstung für Atrio. Ist das? Nee, das ist für mich. Armrüstung, Atrios Rüstung. Hat leider noch nichts Besseres. Und meine Brustrüstung hier kann ich leider auch nicht verbessern. Guck mal, was alles fehlt. Schwellende Glut, Sotore-Wappen und Asenfluch. Meine Güte. Der hat aber auch nicht die beste Laune hier, der Zwerg, seitdem der Junge ihn da so angemacht hat. Kann man verstehen. Kann man verstehen, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ein Weltenriss! Der Gipfel! Aber von der Seite sind wir noch nie gekommen. Was ist denn das hier für ein Weg eigentlich? Oh toll. Ein Stein. Ich dachte, hier wäre irgendwas Schönes. Was wird da wohl in den Weltenriss drin sein? Oh, ist das hier die letzte Muspelheim-Chiffre? Das wäre mal ein Hit. Na gut, schauen wir mal den Weltenriss an, der hier so auf uns wartet. Okay, was brauche ich für Waffen? Dankeschön. So. Nein. Hinter dir, Vorsicht! Oh oh. Hey! Hä? Kann man die nicht ranziehen? Irgendwie sind die nur benebelt dadurch. Den noch. Und zack. Kommt uns ruhig in die Quere. War's das? War's das? Ich glaube, das war's. Yay. Das war's. Und ein Weltenriss. Weltenstaub. 15 von 18.
Kriegen wir auch echt noch drei davon? Ist das kalt? Das ist echt kalt, ne? 15 von 18 von den Welten wissen. Hacksilber. So, und die ganzen. Weil das waren halt Eisgegner, deswegen hätte man hier wahrscheinlich die ganzen Eis. Also hier die hinlocken können mit dem Schild und dann hier doch. Ja, hier mit dem Behältern die sprengen können oder sowas, aber naja. Hab ja noch eine Feuerwaffe. Und, was ist es? Die Chiffre, die letzte? Jawohl, da haben wir es. Dreisprachig sind wir unterwegs. Niflheim-Chiffre vollständig. Sie können jetzt die Sprache von Niflheim lesen. Sie können Niflheim über die Weltenreisenkammer aufrufen. Das ist echt auch nochmal ein Ort, wo man hin kann. Was gibt es denn bitte in Niflheim, ey? Wir sind noch nicht mal in Muspelheim fertig und jetzt gibt es nochmal ein neues Gebiet. Na, da bin ich mal gespannt. Yay, freuen wir uns doch drüber, oder? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben die letzte Chiffre gefunden. Lasst gerne einen Daumen nach oben dafür das heutige Video. Und schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, wenn es hier weitergeht mit God of War. Und ich immer noch auf der Suche bin nach den letzten Raben, den ich hier am Berggipfel eigentlich noch irgendwo finden muss. Ich habe mal irgendwo einen gehört, das war aber irgendwie weiter rund unten. Ich glaube, das weiß ich wo ich nochmal, aber den muss ich dann später holen. Mache ich dann alleine. Da ist der Berggipfel, wo wir hin müssen. Und da geht es ja auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter hoch. Also, bis denne, haut rein, ciao!